Genau, also herzlich willkommen im Fräulein Margot. Genau, ich bin Miriam, ich leite zusammen mit meiner Schwester das Café hier. Wir haben uns seit 7 Wochen geöffnet und genau, bieten selbstgemachte Kuchen, Törtchen, Spezialitätenkaffee, hausgemachte Erfrischungen, alles hier bio und regional und ja, wie gesagt, selbstgemacht und bei uns direkt hier in der Backstube produziert. Und du bist auch Konditorin oder ist Nein, die Schwester ist das? Die Schwester ist Konditorin, ja. Und die macht auch selber hier die Kuchen, also... Genau, meine Schwester ist Konditormeisterin, Patissier und wir backen alles selber. Damit heben wir uns vielleicht ein bisschen von den anderen Cafés in Esslingen ab, ja. Genau, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet bei Start Next und haben insgesamt fast 12.000 Euro zusammengekommen und konnten damit dann Sachen wie die Inneneinrichtung oder unsere Außenmöbel mitfinanzieren, unsere Kaffeemaschine, ja. Und was haben jetzt die Leute davon, die euch da unterstützt haben? Oder, Genau, die haben erstens dazu beigetragen, dass wir unser Café starten konnten. Und haben die ein Jahr lang hier freien Verzehr, oder? Natürlich nicht, sondern sie haben verschiedene Dankeschöns bekommen. Es gab kulinarische Pakete, Gutscheine, man konnte sich ein Event buchen hier im Café. Genau, solche Sachen. Ah, okay, das haben sie frei bekommen dann, also okay. Und man hat natürlich das Gefühl gehabt, dass man hier dabei ist oder dass man hier einfach... Genau, die Leute haben ihren Anteil am Café und haben dazu beigetragen, dass wir unser Café starten konnten. Genau. Und ist euer erstes Projekt oder ist das... Das ist unser erstes Café, ja. Ja, aber sieht das schon mal sehr schön aus. Also so. Genau, doch, wir haben ja, eine Mischung aus alt und neu, aus Vintage-Möbeln, Vintage-Geschirr und... da kommt da ja auch Gemütlichkeit vielleicht auf ein bisschen, gell? So. Genau. Bedanke mich erstmal hier. Gerne. Tschüss! So. So, hier. Noch ein bisschen raus. Wunderschön. Und die haben auch noch ganz leckere Torten. Heidelbeer. Weiße Schokolade. Hier sitzt man auch schön. Und da im Hintergrund ist ja auch das Café Villa Berg. Was ich gestern vorgestellt haben. So. Wunderbar. Wunderbar. Ich empfehle. Also wir sind jetzt das letzte Mal da gewesen. Wir sind mit den Fahrrädern gekommen. Ja. Und die Kuchen kann man empfehlen, oder? Allerhöchste Qualität. Nee, ist wirklich super.